Clara, was ist denn jetzt? Komme! Kette. Darf ich mal anprobieren? Aber ich geh ins Wasser. Kommt ihr mit? Später vielleicht. Clara? Henrik? Idioten. Hey. Hey. Dankeschön. Bekommen wir das wirklich alles hin? Natürlich. Es wird schön, wirst du sehen. Mach dir mal nicht so viele Sorgen, alter Sorgenbär. Ja. Otto, es ist okay. Otto, es ist okay. Was? Otto, es ist okay. Otto, es ist okay. Ja, was heißt das? Bitte nicht. Morgen. Hallo. Wir können jetzt anfangen. Achtzehn, neunzehn Jahre alt, würde ich sagen. Das ist Clara Grist. Du kanntest sie? Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Im Sommer 96 ist sie verschwunden. Hier in Stralsund? An der Grenze zu Polen. Wir haben den ganzen Sommer nach ihr gesucht und gehofft, dass sie wieder auftauchen würde. Nun ist sie es. Es tut mir leid.
tut mir so leid. Ich habe all die Jahre gehofft, dass ich sie irgendwann noch mal sehen würde. Hast du sie gefunden? Nee, ein Bauarbeiter. Laut Unterlagen ist die Garage im Spätsommer 96 gebaut worden. Steht da auch, wer die Bauarbeiten durchgeführt hat? Nein. Aber wahrscheinlich mein Vater. Hast du geholfen? Nein. Ich habe im Achterwasser nach Clara gesucht. Ja, ich auch. Darf ich? Ja. Wie sind die überall Bullen? Hallo, mein Herz. Hey. Was machen die da? Erkläre ich dir später. Gehst du rauf? Hast gehört, geh hoch. Kümmerst du dich um ihn? Ja. Mann, ich muss dich das fragen. Hast du irgendeine Idee, wie die Leiche bei euch in die Garage gekommen sein könnte? Sag mal, hast du sie noch alle? Ich habe das Haus von meinem Vater geerbt. Ben und ich wollten es ausbauen. Ist dein Vater tot? Nein, im Pflegeheim. Seit 2 Jahren. Hast du den Hals gesehen? Ich meine, wer macht denn sowas? Prima Vista Identifikation durch H.K. Petersen. Haare vollständig erhalten. Fingernägel lackiert. Ganz schön gut erhalten für die lange Zeit. Der Fäulnisprozess hört irgendwann auf, wenn kein Sauerstoff mehr in den Körper kommt. Dann liegt dieser damals hier? Spricht bisher jedenfalls nichts dagegen. Einschneidende Wunde am Hals. Vermutlich durch ein Draht oder ein dünnes Seil. Was ist denn das für eine Kette? Und? Maren Brandt ist mit dem Opfer eng befreundet gewesen. Sie hat das Haus von ihrem Vater übernommen. Und wo ist der Vater jetzt? Im Pflegeheim. Aber es gibt noch Marens jüngeren Bruder, Henrik Brandt. Ach, jetzt erinnere ich mich an den Fall. Die Tote wurde zuletzt mit Henrik Brandt gesehen. Ja. Er galt damals als dringend tatverdächtig. Aber man konnte ihm nichts beweisen. Brandt, ist soweit. Henrik Brandt. Ich würde gerne auschecken. Deine persönlichen Sachen und hier quittieren. Lass dich hier bloß nicht wieder blicken. Ja, gehe ich drauf. Alles wieder von vorne an. Ich kann hier nicht mehr leben. Du, die finden jetzt den Mörder und dann ist hier endlich Ruhe. Wir reißen die Garage einfach ab. Und was, wenn es mein Vater war? Du kannst mich jederzeit anrufen, auch wenn nichts ist, ja? Danke. Wo geht ihr jetzt hin? Ins Hotel. Erstmal. Hast du eigentlich noch Kontakt zu Henrik? Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss.
pass auf. Danke. Ich bin draußen. Was denn? Die haben Claras Leiche gefunden. Vorne in der Garage. Im Zement. Aber... behalten. Dankeschön. Ganz schön weit weg vom Achterwasser. Was? Der Fundort der Leiche. Wir sind damals immer mit der Bahn nach Greifswald gefahren und dann weiter mit dem Rad an den See. Da haben wir dann gezeltet. Schöne Ecke, ne? Mhm. Wegen Clara bin ich damals zur Kripo. Kanntet ihr euch so gut? Wir haben uns mal geküsst. Naja, besoffen auf einer Party. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ein Mensch so... dass ein Mensch einfach so verschwinden kann. Besuch vom LKA. Kennst du den? Niemand kennt den. Lutz Hagner war früher beim BND. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, Lutz Hagner vom LKA Mecklenburg-Vorpommern. Wie Sie wissen, gilt es hier nach dem Fortgang von Frau Seibert eine Vakanz zu besetzen. Sie kennen Herrn Jung als kompetenten Berater, der große Erfahrung in Krisensituationen hat. Um es kurz zu machen, Thomas Jung wird ab heute die Stelle von Frau Seibert besetzen. Wir sind uns sicher, dass wir da eine hervorragende Wahl getroffen haben. Herzlichen Glückwunsch. Wow, Glückwunsch. Freut mich. Danke. Gratuliere. Dann machen wir mal weiter. Ja, wir dann auch. Einsatzbesprechung. Ja. Kommst du? Mhm. Erste Ergebnisse der KTU. Clara Christ wurde mit einem etwa 3 mm starken Draht oder einer Garrotte getötet. Offensichtlich gab es keine starke Gegenwehr. Eventuell hat sie geschlafen, vielleicht war sie betrunken. Oder sie wurde betäubt. Könnte ein Sexualverbrechen gewesen sein. War Clara sexuell freizügig? Verklemmt war sie jedenfalls nicht. Hat sie sich in einem Umfeld aufgehalten, aus dem das an ihr verübte Verbrechen resultieren könnte? Nein, wir waren ganz normale Teenager. Was immer das heißt. Bei der Toten wurde eine Kette gefunden.
Henrik Brandt hat Clara Grist zuletzt lebend gesehen. Ungefähr hier am 12. Juli 1996. Maren ebenfalls. Die drei waren auf einer Radtour zum Baden dort. Henrik wurde danach wochenlang verhört, ohne Ergebnis. Er hat ausgesagt, Clara wäre nach einem Streit einfach weggerannt. Einbruch, Diebstahl, Drogenbesitz. Ja, der kriminelle Klassiker. Die heilpädagogische Wirkung des Justizsystems. Oder eines falschen Verdachts. In dem Alter kann das Menschen echt ruinieren. Und wie der Zufall so will, ist Henrik Brandt heute vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Hat ihn jemand über den Leichenfund informiert? Ich glaube nicht. Von seinem Bewährungshelfer habe ich erfahren, dass er eine Wohnung in Hamburg hat. Ich fahre zur Wohnung von Henrik. Für einen Haftbefehl reicht die Beweislage nicht aus, richtig? Der DNA-Abgleich ist in Arbeit. Carlos Brandt, der ehemalige Besitzer des Hauses, in dem die Tote gefunden wurde, ist Heiminsasse. Offenbar dement. Ein ehemaliger Tunichtgut, Rumtreiber, Hilfsarbeiter auf dem Bau, bis auf 2 Verurteilungen wegen Schmuggels, nichts Gravierendes. Ich kümmere mich um den. Gut. Sagen Sie, haben die Aussagen von Dementen vor Gericht überhaupt Bestand? Vielleicht kann er uns trotzdem weiterhelfen. Vater und Sohn sind jedenfalls dringend tatverdächtig. Und möglicherweise ist er ja gar nicht dement. Ich fahre zur Mutter der Toten. Habt ihr mein Mädchen also endlich gefunden? Tag, Frau Christ. Wollen wir reingehen? Du bist die Kleine von Petersen, stimmt's? Wo habt ihr Clara gefunden? In der Garage von Carlos Brandt. Sie war in den Boden einbetoniert. Ich habe es immer gewusst, dass diese elendige Familie damit zu tun hat. Wir wissen noch nicht, ob es Carlos Brandt war. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Clara war wie vernarrt in die beiden Kinder von Carlos. Ja, die drei waren unzertrennlich. Sie war immer zu verliebt. Ein Jungen wie ein Mädchen. Ich weiß. Ich habe sie frei erzogen. Ein Mensch, der fliegen konnte wie ein Vogel. Clara war besonders. Wir haben sie alle sehr gemocht. Es tut mir so leid. Wissen Sie was über Carlos Brandt? Ich will nicht an ihn denken. Ich will den Mörder Ihrer Tochter finden. Wenn es die Todesstrafe noch gäbe, würde ich gern an ihn denken. Aber so? Davon wird mein Mädchen auch nicht mehr lebendig. Da läuft ein Mörder frei herum. Der hat vielleicht noch andere Menschen getötet oder tut es noch. Ach. Gehst du jetzt bitte? Wollen Sie sich noch von ihr verabschieden? Nein. Auf Wiedersehen. Die hat er fürs Bällefangen gewonnen.
Herr Brandt ist ein sehr schwieriger Patient. Mhm. Und wie äußert sich das? Weigert sich zum Beispiel, sich von nicht weißen Pflegekräften waschen zu lassen. Der hat böses Blut, sagen wir hier. Genau, was man braucht als Pflegekraft. Ne? Sagen Sie, wie kommt es eigentlich, dass sich einer nicht mehr daran erinnert, dass er Raucher ist, aber daran, dass er Rassist ist? Frühste Prägung. Das kriegen Sie nicht mehr weg. Verstehe. Hat er manchmal Besuch? Früher kam sein Sohn. Sonst keine Angehörigen? Seine Tochter? Danke. Unweit des Ruders stand der Kapitän auf dem Achterdeck und beobachtete die Leute, die das Schiff zu steuern hatten. Denn wenn ein Schiff vor dem Winde läuft oder lenzt, wie der Seemannsausdruck hierfür ist, dann erfordert das Steuern eine ganz besondere Aufmerksamkeit und auch einen großen Kraftaufwand. Außer dem Kapitän und den steuernden Matrosen befanden sich noch zwei andere Persönlichkeiten auf dem Achterdeck. Die eine, ein Knabe von ungefähr 14 Jahren, die andere, ein alter, wettergebrannter Seemann, dessen graue Locken im Winde flatterten. Guten Tag, Herr Brandt. Vollmilchdrops. Schmecken wie früher. Dafür bin ich zu alt. Aber ich kenne Ihren Sohn. Henrik. Tag. Kripo Stralsund, ist Henrik Brandt hier? Wollte erst morgen kommen. Okay, aber er wurde heute schon entlassen. Weiß ich. Lassen Sie Herrn Brandt in Ruhe. Er hat für seine Schuld gebüßt. Ich wollte ihm nur eine Frage stellen zu seinem Vater. Danke auch. Thank you.
Bisher sagt Carlos Brandt kein Wort. Und ich glaube auch nicht, dass er sich wirklich vernehmen lässt. Falls doch, ist der Hund mit allen Salben gerieben. Und früher? Du kanntest die Familie. Ja, die waren irgendwie anders. Wollten sich nicht anpassen. Im Ort galten sie als asozial. Und Henrik? Draufgänger. Attraktiv, jähzornig, nachtragend. Die perfekte Mischung. Hat alles abgebrochen. Schule, Ausbildung. Saß Carlos, als Clara verschwand? Nein. Das Pflegeheim ist kein schlechtes, das kostet. Aber es passt nicht zu einem Kleinkriminellen, genauso wenig wie zu dem Haus der Brands. Also, ich war in Hamburg. Henrik war aber nicht da. Der wohnt mit so einem Typen zusammen namens Bernd Eisner. Ehrenamtliche Strafentlassenenhilfe. Und der muss anscheinend morgen erst zu seinem Bewährungshelfer. Ich muss noch mal hin. Ich glaube nicht, dass Henrik die Leiche da einbetoniert hat. Das muss der Vater gewesen sein. Er kann sie trotzdem ermordet haben. Ja, schon. Weiß man, wer das heimbezahlt? Seine Tochter. Aber besucht hat sie ihn noch nie. Was ist mit Maren Brandt? Warum ist sie damals einfach aus Stralsund weg? Dadurch ist so viel Zeit vergangen. Uns hat sie gesagt, sie hätte nicht einmal nach Clara gesucht. Am Anfang wusste sie ja nicht, wie ernst es ist. Nach 24 Stunden haben wir alle nach ihr gesucht. Und dass Maren ihren Bruder deckt? Das kann schon sein. Die beiden waren immer sehr eng miteinander. Und nachdem der Vater dann ins Gefängnis kam, haben sie sich fast noch mehr aneinander geklammert. Jo, pack jetzt bitte mal deine Sachen aus. Ja. Jetzt nicht. Ruf ihr bitte nicht mehr an. Ich will dich aber sehen. Morgen? Geht nicht heute Abend. Ich weiß nicht. Mal sehen. Jo, du sollst auspacken. Ja, ich bin noch dabei. Kann ich ein Gummibärchen? Klar. Ich muss nachher noch mal ins Geschäft. Aha. Und du mach jetzt mal Henne hier, Mensch. Ja, und du, Lauch, hast mir nichts zu sagen. Was? Hey, was? Hey, stopp, stopp! Sonst knall ich euch eine. Lass bitte wieder rübergehen. Sind wir wieder die Letzten? Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Dieser Fall. Es ist zu lange her. Ist es nur der Fall? Oder besser Thomas Jung als die Seibert oder irgend so ein Papiertiger? Ach ja? Bis morgen. Bis morgen. Hast du sie umgebracht? Nein.
Und du? Okay. Geht so. Und bei dir, Chef? Ich kann viel für uns tun. Wir kriegen einen neuen Technik-Etat. Und ich kann in Stralsund bleiben. Du hättest es mir ja sagen können. Hagen hat mich erst heute Morgen verständigt. Ändert das was zwischen uns? Ich glaube nicht. Ich muss noch arbeiten. Warum bist du mich das letzte Jahr nicht mehr besuchen gekommen? Ich kann nicht alle Nase lang nach Hamburg kommen. Wegen Ben. Und wegen Jo. Der ist schwierig. Da
wird wehtun. Und der Alte? Immer noch im Heim? Mhm. Hast du sie gesehen? Clara? Ihre Leiche. Ja. Was soll denn das überhaupt mit dem Haus? Wollt ihr alles renovieren oder was? Wieso fragst du das? Das ist auch mein Haus. Könntest du mir einen kleinen Gefallen tun? Nur kurz, ein Typ in Hamburg schuldet mir noch was. Nein, Mann. Ich hab das ganze Geld im Haus stecken. Du kannst ja bei mir im Laden arbeiten, wenn du Geld brauchst. Das ist auch mein Haus. Ich hab mich um ihn gekümmert. Ich zahle das Heim. Sonst wäre das ganze Haus draufgegangen. Ich arbeite mich halb tot. Und ich war im Knast. Mimi, wird erwachsen. Fuck! Ich dachte, wir könnten wieder zusammen wohnen. Ja, wo soll ich ihn jetzt hin? Wirklich nur kurz, ja? Bis morgen. Ich muss in Hamburg zum Bewährungshelfer. Da brauche ich auch ein Auto. Wieso in Hamburg? Bitte. Komm, wir gehen einen trinken. Ich bin wieder da, freust du dich denn nicht? Doch. Doch. Ich muss jetzt los. Wir können uns nicht mehr sehen, Henrik. Das meine ich ernst. Bring den Wagen halt zum Laden zurück, okay? Wie weit ist Narkosero? 10, 12 Kilometer. Stimmt so. War nicht so hastig, Freundchen. Ich will keinen Stress. Mein Fehler. Ich hab die Faxen dicke mit euch Typen. Ruf die Bullen! 110! Und was jetzt? Willst du mich abknallen? Fast!
hast deinen Vater. Dein Mann. Was soll ich jetzt mit dir anstellen, ne? Meinst du, ist das Zufall, dass er ausgerechnet jetzt hier auftaucht? Nein. Wahrscheinlich hat er doch von dem Leichenfund erfahren. Hattest du Kontakt zu Henrik? Nee, wir sind nicht mehr so. Und dass da oben ein Safe ist oder was da drin war, das hast du auch nicht gewusst. Ich war so gut wie nie da oben. Hast du noch Carlos Sachen? Ich hab das ganze alte Zeug weggeschmissen. Hast du Henrik erzählt, dass wir Clara gefunden haben? Nein, ich habe wie gesagt keinen Kontakt zu ihm. Er ist zur Fahndung ausgeschrieben. Wir müssen dringend mit ihm reden, du weißt, wie er ist. Ich muss los. Könnt ihr mich ein Stück mitnehmen? Klar, was ist mit deinem Auto? Inspektion. Okay. Danke. Sind Sie die Mutter? Ja. Schlägerei vor der Schule. Er hatte Marihuana dabei. Okay. Der andere Junge ist verletzt und wird im Krankenhaus behandelt. Was machst du für eine Scheiße? Jo! Hey! Jo! Hey! Jo! Hey! Sorry. Das ist nicht leicht, oder? Nein. Der wird genau wie Henrik. Wieso wie Henrik? Ich muss rein. Danke fürs Fahren. Wenn Henrik jetzt hier wieder mitspielt, dann bin ich weg. Ist das klar? Kann doch auch nichts dafür, dass er einfach im Haus aufgetaucht ist. Ich will aber nicht, dass der Junge mit ihm in Kontakt kommt. Du siehst doch, was dabei rauskommt. In meiner Werde will ich ganz anders mit ihm umspringen. Und das mache ich jetzt auch. Pass mal auf mit dem Kiffen, das hört jetzt auf. Verstanden? Ist dein scheiß Bier besser oder wie? Wie redet denn der mit mir? Ja, wie denn? Guck dich doch mal an. Wo willst du hin? Raus. Entweder deine Sippe oder ich. Sonst wird hier nichts draus. Überleg's dir. Bleib hier. Brauchen wir. Das sind die Akten aus dem Archiv, die du haben wolltest. Danke dir. Da nicht für. Was sind denn das für Frauen? Ich habe hier etwas entdeckt, das zum Mord an Clara Christ passt.
Morde, die mit einer Garrotte durchgeführt wurden. Wann war denn das? Zwischen 77 und 89. Warum weiß man nichts von den Fällen? Sie kamen in der DDR nie ans Licht der Öffentlichkeit. Wurde Clara auch so getötet? Die Gerichtsmedizin sagt ja. Und der Täter wurde niemals gefasst. War das ein Sexualtäter? Kein Hinweis. Eher ein Psychopath. Eventuell ein Frauenhasser. Fixiert auf irgendein Detail. Allein wegen seines Alters wird Carlos Brandt damit zum Hauptverdächtigen. Und vielleicht hat er irgendwie seinen Sohn damit reingezogen. Es gibt eine neue Entwicklung. Ja, hier auch. Ein Tankstellenpächter in der Nähe von Achterwasser ist gestern Abend erschossen worden. Die Kassiererin wurde entführt und wenig später wieder laufen gelassen. Und? Die Beschreibung passt auf Henrik Brandt. Vielleicht sollten wir ihm wieder alle eine höhere Priorität einräumen. Wen meinen Sie damit? Carlos Brandt sitzt im Rollstuhl. Der wird ihn schon nicht weglaufen. Arschloch. Wir haben mich irgendwann einfach rausgelassen. Und dann? Bin ich weg. Und der auch. Warum hat er sie einfach laufen lassen? Keine Ahnung. Was hatte er für einen Wagen? Wie sah der aus? Weiß nicht. Grau? Hat er eine Waffe dabei? Nein. Hatte ihr Kollege eine Waffe? War das seine? Der hat sie geklaut, ja? Ja, und da ruft man die Polizei. Dann kommen Leute wie Sie. Was meinen Sie denn mit Leute wie Sie? Na, Kanaken. Haben Sie sich wenigstens das Kennzeichen gemerkt? Sehr schön. Haben Sie alles richtig gemacht. Gut? Mach doch nichts, ist doch egal. Henrik! Du bist ja immer noch hier. Mhm. Was machst du da? Das hier ist der Aktionsradius des Täters von damals. Immer an der Küste entlang. Bis runter nach Polen. Mit der Wende 89 hörten die Morde schlagartig auf. Vielleicht ist er weggezogen? Oder verstorben. Carlos? Hat heute Geburtstag. Ich habe auch schon ein Stück Kuchen. Ja.
Besuch für Sie, Herr Brandt. Na, alter Freund, wie geht's? Ist gut, ich weiß Bescheid. Henrik hat mit deinem Wagen eine Tankstelle überfallen. Du hast mich angelogen. Spinnst du? Davon wusste ich nichts. Ich habe ihm meinen Wagen geliehen, damit er zu seinem Bewährungshelfer kann. Da war er aber nicht. Das reicht, um dich mit aufs Präsidium zu nehmen. Das hier ist kein Kaffeekränzchen unter alten Freundinnen. Waren wir Freundinnen, Nina? Ich dachte schon. Eine Zeit lang waren wir das doch. Und dann gab's nur noch euch drei. Hast du Angst vor Henrik? Hast du auch was mit dem Tod von Clara zu tun? Dass du auch versuchst, Henrik alles anzuhängen? Und jetzt auch noch mir? Es wurde Henriks Sperma an Clara gefunden. Keine Spuren von deinem Vater. Warum sagst du nichts? Hast du Henrik oder deinem Vater geholfen? Ich brauche einen DNA-Abstrich von dir. Danke. Was hast du, Vollidiot, wieder gemacht? Glaubst du, das wollte ich? Die Sau hat mich gezwungen. Zu schießen. Mit meinem Auto. Mann, jetzt hab ich die Petersen am Arsch. Bist du eigentlich noch ganz dicht? Mann. Ich muss dich sehen. Mann. Bitte. Ich glaube, Maren trifft sich mit Henrik. Du hast mit ihr geschlafen. Warum hast du mir das nie gesagt? Ich dachte, das weißt du. Außerdem wollte ich mit der ganzen anderen Scheiße nichts mehr zu tun haben. Und dann? Danach? Ich wollte dir nicht noch mehr wehtun. Du hast sie doch auch geliebt. Aber wir drei, das war kaputt. Irgendwie habe ich sie genauso geliebt wie dich. Ich glaub dir nichts mehr. Mann.
Ich schwöre dir, ich habe hier nichts getan. Wieso hast du eine Waffe? Zur Verteidigung. Du bist so ein Idiot. Ja, ich habe immer die Arschkarte. Mann, du bist wie Papa. Das stimmt nicht. Du stürzt andere ins Unglück. Das stimmt nicht. Ich will mit Ben leben. Ich will neu anfangen. Ist vielleicht meine letzte Chance. Der kennt dich doch überhaupt nicht. Wir können uns nicht mehr sehen. Maren! Wo ist das Geld? Die Kohle, Maren. Bist du bescheuert? Bitte, hör auf. Steck die Waffe weg. Du verdammte Fotze. Ich wusste nichts davon. Ich will nur mit dir reden. Ich schwör's dir. Ich weiß, dass es an der Tankstelle keine Absicht war. Ich möchte nur mit dir über Clara sprechen. Bleib stehen! Bleib stehen oder ich schieße! Henrik verzeiht nicht. Das war schon als Kind so. Er tut so, als wäre ich ihm was schuldig. Als würde ich ihm gehören. Ist Henrik Jos Vater? Ja. Hat er dich vergewaltigt? Was? Nein. Nein. Es ist eben passiert. Wir waren betrunken und ich... Ja. Ich weiß nicht. Das war eigentlich gar nicht so falsch. Und weiß Jo, dass er sein Vater ist? Nein. Und Ben auch nicht. Jedenfalls nicht so richtig. Aber Henrik weiß es. Ich habe Angst um meine Familie. Henrik denkt, ich hätte ihn verraten. Nina, ich habe nichts mit Claras Tod zu tun, okay? Nichts. Okay. Okay. Kann ich gehen? Jo wartet bestimmt. Ja.
Hier bist du. Du hast so viel riskiert heute. Hast du Angst, dass du deinen neuen Posten verlierst? Ich habe Angst, dich zu verlieren. Jo? Ich hab Hunger. Ich auch. Hast du eine Freundin? Nö. Es kommt noch. Bier? Klar. Sag mal, muss ich nicht langsam nach Hause? Du musst überhaupt nichts. Naja, aber ich muss doch in die Schule. Willst du denn in die Schule? Nein. Du bist nicht gefunden worden, stimmt's? Hast du was mit dem toten Mädchen zu tun? Sie war meine Freundin. Schon lange her. Ist alles komisch gelaufen. Ich habe ihr nichts getan. Ich habe noch nie einer Frau was getan. Und? Nichts. Die Fahndung nach Henrik Brandt hat keine Ergebnisse gebracht. Bei der Weitläufigkeit des Geländes ist das ja auch nicht überraschend. Ich glaube, Carlos ist hoffnungslos dement. Seine Ärzte denken das auch. Gut, dann beenden wir die Ermittlungen da jetzt ein für alle Mal. Ganz offiziell. Steck in der Scheiße.
kommt heim. Wollt ihr was essen? Auf jeden Fall war Carlos Brandt damals, zur Zeit der Morde, nicht in Haft. Also tatverdächtig. Eisner ist übrigens ebenfalls zur See gefahren. Hatte das Kapitänspatent. Vielleicht waren die beiden Komplizen. Gut möglich. Beim Schmuggel vielleicht. Wir machen eine Haussuchung bei Eisner. Was? Wir haben doch nichts gegen ihn in der Hand. Ein Ehrenamtlicher auch noch. Kriegt doch nie einen Beschluss. Wir wissen, dass Carlos Brandt russische Ikonen, Kaviar und Antiquitäten außer Landes geschmuggelt hat. Und Krüger rannt Münzen zurück. Und dass er und Eisner zur gleichen Zeit zur See gefahren sind. Und wenn die beiden Komplizen waren, dann haben die vielleicht noch ganz andere Sachen zusammen gemacht. Ist das alles, was ihr habt? Was willst du sonst machen? Warten, dass noch was schief geht? Vielleicht liegt die Lösung außerhalb der Familie. Nina hat recht. Wir drehen uns im Kreis. Das war wohl nichts. Ich verstehe das nicht. Guter Junge! Maren hat gemeint, dass sie DNA von mir gefunden haben. An der Leiche. Ich habe mit ihr geschlafen kurz davor. Vor ihrem Tod. Was ist? Ich hab sie nicht umgebracht. Ich weiß. Lass uns reingehen. Du musst Bescheid wissen, Hendrik. Worüber? Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Während ihr damals nach ihr gesucht habt, habe ich Carlos geholfen, ihre Leiche einzugießen. Warum? Weil es das Beste war. Sie haben überall mit Hunden nach ihr gesucht und du warst verdächtig. Wurdest ja dann auch verhaftet. Ich habe ihr nichts getan. Ja, aber dein Vater hat damals zu mir gesagt, dass er sicher sei, dass du es warst. Er hat euch beide im Wald gesehen. Aber haben Sie? Ja. Ich weiß, dass du sie nicht getötet hast. Carlos hat Clara per Anhalter mitgenommen. Er wollte sie sich nehmen. Aber sie wollte nicht. Ja, und da hat dein Vater... Er hat sie mit einer Drahtschlinge entrosselt. Und du hast das die ganze Zeit gewusst? Nein. Er hat es mir gesagt, kurz bevor er ins Heim gegangen ist. Als er merkte, dass sein Verstand nachlässt. Wir waren Freunde. Hatten beide gesessen. Dir wollten wir das ersparen. Ja, es war wohl falsch. Was ist los? Na, Jo?
Jo, wo bist du? Jo? Dem Jungen geht's gut. Wenn du willst, dass ich aus eurem Leben verschwinde, dann gib mir, was mir zusteht. Wovon redest du? Das weißt du ganz genau. Wir treffen uns heute Nachmittag um 3, wie früher, an der alten Stelle. Die Tatorte passen zu Eisners Fahrtenbuch. Also könnte es sich um denselben Täter handeln. Ja, sieht ganz danach aus. Die Morde gingen jedenfalls weiter, als Carlos und Henrik saßen. Ich habe das mit Europol gecheckt. Das ist genauso, wie wir dachten. Laut der Kollegen von Europol sind in den Jahren nach der Wende in Dänemark, Lettland und auf Bornholm 3 Frauen auf ganz ähnliche Art und Weise ermordet worden wie Clara Grist. Und was ist das hier? Abgeschieden und vom Wasser aus zugänglich. Ehemaliges Militärgelände. Das Grundstück gehört Bernd Eisner. Hat er wohl damals durch seine Kontakte zur NVA günstig erworben. Ich frage Maren, was sie über Eisner weiß. Kann ich dein Auto? Danke. Hey, ist bald vorbei. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber du hast mich die ganze Zeit angelogen. Wenn du jetzt nicht redest, dann stehst du ganz alleine da. Wie du willst. Ich kann dir nicht mehr helfen und Henrik auch nicht. Mein Vater hat mir einen Brief in den Knast geschrieben. Er wollte sich entschuldigen, solange noch klar ist. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wofür. Auf jeden Fall wollte er mir Geld hinterlassen. Viel Geld. Nur für mich. Carlos hatte nie viel Geld. Immer Goldmünzen. Krügerrand. Die sind jetzt richtig viel wert. Wo ist das Geld jetzt? Es war im Haus, aber Maren hat es gefunden. Und jetzt haut sie die Kohle mit vollen Händen raus. Ich will nur, was mir zusteht. Dann setze ich mich ab. Die suchen dich überall. Da wirst du nicht weit kommen. Ich habe Clara nichts getan, das musst du dem Bullen sagen. Der Tod in der Tanke, das war ein Unfall. Das wird sich alles irgendwie klären. Ich habe keine andere Chance. Ja, ist ja gut.
Was machst du hier? Wo ist Henrik? Wegen der Polizei. Eine Vorsichtsmaßnahme. Er traut dir nicht mehr. Ich will zu Jo. Ja, klar. Komm mit, steig ein. Wir fahren mit meinem Wagen. Was ist? Die beiden warten schon. Ja, ich bin Maren gefolgt. Sie ist jetzt in der Nähe des Areals von diesem Bernd Eisner. Sie ist gerade zu ihm ins Auto gestiegen. Ich könnte mir vorstellen, dass Henrik und Jo auch hier irgendwo sind. Wir müssen vorsichtig sein. Eisner ist vielleicht viel gefährlicher, als wir dachten. Wir setzen uns mit einer SEK-Einheit zu dir in Bewegung. In Ordnung. Wo sind Henrik und Jo? Ich bring dich gleich zu ihnen. Massives Gebäude, von der Seeseite nur offenes Gelände. Kaum was zu erkennen. Ein Minderjähriger ist dort drin. Wir riskieren keine Eskalation. Sieht jemand den Jungen? Negativ. Moment, da tut sich was. Eis hat das Gebäude verlassen, mit der Mutter. Kein klares Schussfeld. Keine Schussfreigabe. Kein Zugriff. Hier rum! Mama. Es tut mir so leid. Mir auch. Es ist nicht deine Schuld. Eisner, Waffe weg! Polizei! Verdammt, was ist da los? Keine Ahnung. Wir müssen heran. Hau ab! Los, hau ab! Hau ab! Nein! Los, wo zurück! Ich komm runter zu euch!
vier Schweine! Maren Brandt ist in Sicherheit. Lass ihn hier umgehen! Bitte! Nimm mich! Los, lauf! Ein Schwerverletzter. Korrektur. Eisner ist tot. Einsatz beendet. Verständigt 2 RTW. Danke an alle, ich erwarte Ihren Bericht. Jung, Ende. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich weiß. Ich wäre gern bei euch gewesen. Du kannst den Job ja wieder abgeben. Komm, wir fahren. Bist du's?
bin's.